Hier lebt jemand. Nee. Aber hier ist ein Zugang. Also nicht jetzt, aber für später. Okay. Aber sehr schön, dass es auch mal eine richtig runtergekommene Ecke hier gibt, wo man sich durch den Müll durchkämpfen muss, um durchzukommen quasi. Aber so, raus, 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 raus. Wir würden gerne jemanden finden, der unsere Sachen identifizieren kann. Du, du, Schatten. Oh, Buch mit ihm. All die Sachen identifizieren kann, damit wir die verkaufen können. Ein Großteil davon werden wir nämlich gar nicht brauchen. Grüne Flüssigkeit. Was ist das? Achso, es war nur eine Wurzel. Nix, nix, nix. Und ja, ist definitiv der Elfenbereich hier. So, jetzt sind wir draußen aus dem Elfenbereich. Das ist ein recht auffälliger Magier. Nee, nee, ich suche jetzt Häuser mit ganz großen Schildern dran. Hier kann man Geld loswerden, das suche ich. Zum Mondkalb. Hier könnten wir schlafen und Essen kaufen. NPC reden können wir auch später machen. Da leben die Nager. Wissen unsere Helden noch nicht, aber sie können sich zusammenreimen. Und wir wissen es halt von der Vorabversion, wo ich schon mal reingeschnuppert hatte. Kirchenbibliothek. Da könnten wir eventuell nicht identifizieren. Aber sie sieht schick aus. Das Bild kennen wir allerdings auch schon. Das sollte man ändern. Sachen recyceln ist nicht so eine tolle Idee. Also ja, spart natürlich tierisch viel Zeit. Und das bedeutet Geld. Aber, ne? Zauber lernen. Girugon. Girugon, kauf bitte Hellsicht, Lichtkugel und Lichtabwendung. Raus. Dirk, kauf bitte Fackelschein. Und Gefahrensinn. Jallen kann nichts mehr kaufen. Dalana kann nichts mehr kaufen. Gut, raus. Das markieren wir mit. Da. Zauber. Und Experte für magischen Fuki. Warte mal, da hatten wir doch einen, oder? Ne, noch nicht, aber bald. Nächsten Stufenanstieg oder so. Kirche Alras. Oh. Ausbildung Meister Lichtmagie. Und ein Auftrag. Verbotene Saga. Habt ihr unsere Bibliothek schon besucht? Im Laufe der letzten Dekaden haben meine Tochter Lusche und ich uns alle Mühe gegeben, viele seltene und alte Bücher ausfindig zu machen und zu sammeln. Auch wenn mein Glaube an Elras unerschütterlich ist, bedauere ich doch, dass einige meiner Priesterkollegen mehr Interesse daran zu haben scheinen, Obskurantismus anstatt Erleuchtung zu verbreiten. Aber ich schweife ab. Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, in gewisser Reihe epische Gedichte zu finden. Eine gewisse Reihe epischer Gedichte zu finden. Die Inquisition hatte diese Texte als ketzerisch und subversiv deklariert, denn in ihnen kommt etwas zum Ausdruck, was in der damaligen Zeit als gefährlich angesehen wurde. Vorstellungskraft. Die letzte bekannte Abschrift der Saga befindet sich irgendwo auf der Halbinsel, besteht aber aus 9 separaten Bänden. Einige dieser Bände sind verloren gegangen. Andere wurden gestohlen und wieder andere verstauben in alten Bücherregalen. Ich will sie alle finden, um sie zu bewahren. Falls ihr auf euren Reisen einen dieser 9 Bände findet, bringt ihn mir. Ihr werdet für eure Bemühungen entlohnt werden. Okay. Oh, wir können eine Heilerin anwerben. Was genau macht eine Heilerin? Einmal pro Tag kann ich Elras Licht nutzen, um eure Verwundeten zu heilen und eure Toten wieder zum Leben zu erwecken. Ich werde euch im Tausch für eine Spende von 50 Gold begleiten, was echt nicht viel ist, aber 3% von einem Gold ist mir dann doch ein bisschen, ne? Muss nicht sein. Also Kengi nimmt auch schon 3%, aber er gibt uns wenigstens immer einen sehr schönen Buff. Also 10% auf alles, was wichtig ist, ist ein absolut geiler Buff. Kann man nichts sagen, aber einmal am Tag eine Heilung?
Im Idealfall sollten wir gar nicht erst sterben. Da werde ich gleich für ausgelacht, ja. So, das sieht doch gut aus. Hallo, Zwerg. Das sieht ein bisschen fehl am Platz aus. Aber gut, Ausrüstung bestimmen, das wird jetzt teuer. Alle Objekte bestimmen. Wusch. Meist mit der Armbrust und handeln. Hast du permanente Tränke im Angebot? Da wäre ich doch sehr dran interessiert. Nee, aber du hast Sachen, die ja kosten zigtausend Gold. Gruppe heilen. Flüsternde Schatten. Nee, keine permanenten Tränke. Aber ganz viel Gedöns. Feuriger Jüngerstab. Plus 5 Schaden Feuer, 14% Crit Schaden Magie. Ah, da können wir später gut austoben. Aussortieren. Also, was ist das? Ein beidhändiger Streitkolben wäre was für ein Barbaren. Haben wir nicht. Eine Plattenrüstung der Heilmittel. 100% Schutz vor Gift, das ist schon mal schick. Verkaufspreis 2100 Gold. 2100. Das sind langsam echt andere Preiskategorien. Aber ich denke, er wird sie noch nicht ordentlich tragen können, weil er noch nicht genug schwere Rüstung hat. Also ja, man braucht nur Anfänger dafür, aber es hat halt einen Abzug von 24 und er trifft jetzt schon nichts. Leichte Rüstung mit 14. Das da 13. 100% Schutz vor Gift. 100% Schutz vor magischer Schwäche. 10 Widerstand gegen Erdmagie. 10 Widerstand gegen Erdmagie. Zermalmendes Gewicht. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber Zermalmendes Gewicht. Der anvisierte Feind verliert im Nahkampf 15% seiner aktuellen Lebenskraft. Das sollte man also in der ersten Runde gegen Zyklopen oder den Drachen sprechen zum Beispiel. Was macht ihr? Plus 9 gegen Feuermagie. Schon besser als was du gerade hast. So, weg. Oh, permanenter Trank, den benutzen wir später. Magie aufheben. Bei allen Gruppenmitgliedern werden alle positiven und negativen Effekte aufgehoben. Ist gut. 12 bis 14. Plus Schaden und überhaupt. Wird angelegt. Besser, besser und noch mehr besser. Wird auch gleich angelegt. Wahrscheinlichkeit von 3% mit dem Effekt Mana-Schwall dem Ziel wird beim Wirken von Zaubern 35 Schaden zugefügt. Kommt auch mit. Plus 3 Wahrnehmung, plus 5 Widerstand gegen Dunkelmagie. Besser als was sie hat. Das kommt weg. 100% Schutz vor magischem Schlaf, 4 Widerstand gegen Wassermagie, nö. Was? Warum gibt's da... Warum meckerst du da? Ist doch nur hellblau. Ja, wollen wir wirklich verkaufen. Plus 2 mit Armbrüsten. Was hast du hier eigentlich so? Kriegsführung. Schutz vor Verwirrung. Hast du schon 100% Schutz? Oh, du hast noch Kekalizin-Ringe. Die können alle weg. Bogen, Erdmagie, magischer Schlafschutz, Verwirrungsschutz. Ja, du hast schon Verwirrungsschutz. Hast du Verwirrungsschutz? Schutz vor magischem Schlaf? Ne, du nicht. Dann kannst du den Ring benutzen. Plus 2 Stufen in Primärmagie. Das klingt schon mal gut. Der kann weg. Plus 2 Geist. Ja, ist besser in allem. Plus 2 Stufen in Armbrust. Du hast auch King Kilizin Ringe. Weg, weg. Du, den da. Du machst gar nichts, richtig? Also nichts, was nicht auch andere Stäbe machen. Du. Ist auch nicht so toll. Also ja, Jallen kann bald einen zweihändigen Fokusstab benutzen.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich nehme lieber zwei Einhändige. Ja, weg, weg, weg. Ja. Viel Widerstand gegen Lichtmagie, 100% Schutz vor Verwirrung. Wollten wir auch bewahren, falls mal Gegner kommen, die ganz doll verwirren. Ist okay. Du musst jetzt leider mal einen Fokuskristall benutzen direkt, das tut mir leid. Der kann also dementsprechend weg. Also Tränke bleiben da. Erdmagie, das wären 20 Widerstand gegen Erdmagie. Ich glaube, die bewahre ich für so eine Art Resi-Set. Das da wird gleich getrunken. Ja, Platz ist echt nicht mehr viel. 100% Schutz vor magischer Schwäche. Nö, das können wir verkaufen. Das ist 2115 wert. Und du bist zwar ein Ticken besser als T-Rex-Rüstung, aber halt nur ein Ticken. Und du bringst auch 2000. Tut mir leid. Weg damit. Die Rüstung behalten wir für später. So. Plus 2 Glück. Nö. Plus 5 Schaden Feuer. Nö. Der Rest ist alles viel zu teuer. Nö. Ich bleibe erstmal beim Gold und gucke mich weiter in der Stadt um. Meiste Darmbrust? Nein. Ausdruck bestimmen? Nein. Raus. So, du machst bitte das da. Gucken uns hier mal um. Genau. Bisschen Mausgold. Aber es wäre auch peinlich, wenn in den Straßen hier richtig volle Truhen rumliegen würden. Ich sehe die Truhen nicht wirklich als Truhen, sondern ich sehe die als Sachen, die einfach so rumliegen, die unsere Helden dann mitgehen lassen. Zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, ein edler Stoff, der an der Straßenecke steht. Und dann greift halt einer der Helden das so ab und dann wird das verkauft. Und daher kommt das Gold hin. Weil sonst würde ja Gold einfach so rumliegen und keiner hier würde sich mokieren darüber, dass wir es mitnehmen. Das wäre komisch. Aber die RP-Erklärung klappt schon so einigermaßen. Sehen. So. Hier waren die Statuen, die ich mal erwähnt hatte. In der Ubisoft-Version, als ich darüber geflogen bin. Aber ob das wirklich so ist, ob es da einen Auftrag für gibt, müssen wir mal gucken. Nö. Ahoi. Ich bin Stenna Recknwaldson. Du bist ein Zwerg, der Ahoi sagt. Okay. Genannt Schlaumeier. Vom Starkhammer-Clan. Wie kann ich euch helfen? Zwergische Kunst? Die künstlerische Ader der Zwerge wird oft übersehen. Nicht wirklich. Zwerge sind super Künstler in jedem Universum bisher, aber okay. Doch einige der besten Glasbläser, Steinmetze, Edelsteinschleifer und Musiker von Aschern sind keine Menschen oder Elfen, sondern tatsächlich Zwerge. Andererseits stimmt es, dass wir oft Kunst vorziehen, die sowohl schön als auch nützlich ist. Zum Beispiel könnte ein Zwerg ein Kästchen so verzaubern, dass es nur geöffnet werden kann, wenn man die richtige Melodie auf einer Flöte spielt. Während riesige Bartzock-Zatz-Ogerpfeifen, wenn ihr so wollt, benutzen würden, um komplizierte Mechanismen in einer großen Stadt in Gang zu setzen. Okay. Tschüss. Nagerbereich will ich noch nicht. Was mit dir? Einen schönen Tag. Wie kann ich helfen? Klatsch und Klatsch. Nein, danke. Wir wollen uns erstmal umsehen. Und hier liegen Edelsteine, Ringe und Ohrringe. Einfach so auf einer Kiste rum. Die würde ich auch auf jeden Fall mitgehen lassen. Oh, und hier ist der Zwergenbereich. Ja, in den Zwergenbereich gucken wir gleich rein. Ich will nur ganz kurz hier ein wenig aufdecken. Fühlt euch nicht irritiert, dass ich in eurem Stand hinten rumlaufe. Kann man mit dir reden? Nein. Nur die, die durch Punkte vorgehoben sind, mit denen kann man reden. Was haben wir hier? Nix. Oh, Kiste. Kommt mit. Da sollten wir gleich mal schlafen gehen. Hier ist nichts und hier liegen Betrunkene in der Gasse rum. Ah, sehr cool. Also ja, die Stadt haben sie super gemacht, da kann man nichts sagen. Hallo, Arthur. Reisen nach Karsal, Reisen nach Sorpigal.
150 Gold. Nö. Aber gut zu wissen, dass wir es jetzt können. Also, wenn wir ihn benutzen würden, würden wir in Sorpegal beim Pferdestall rauskommen, wo wir dann auch gleich das Pferd kaufen könnten für 2000 Gold. Was in Anbetracht unseres Inventars wahrscheinlich eine richtig gute Idee wäre. Also, aber ja, erstmal hier die Stadt zu Ende erkunden.